Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich euch meine Broker vorstellen, die ich benutze, um Aktien möglichst günstig zu kaufen. Es sind drei Stück, drei Broker, die ich benutze und ich erzähle euch, warum ich sie benutze, zu was ich sie benutze, was so ein bisschen die Vor- und Nachteile sind, die ich sehe. Warum sind es im Moment ganze drei verschiedene Broker? Das liegt daran, dass keiner dieser drei all das auf einmal vereint, was ich will, was ich gut und praktisch finde. Und deswegen hat sich für mich jetzt diese optimale Mischung aus diesen drei Brokern ergeben. Dabei muss ich aber sagen, das meiste meines investierten Kapitals liegt tatsächlich bei einem Broker. So schätzungsweise sage ich jetzt mal 85% und die restlichen 15% liegen auf den anderen beiden. Also ist es schon ganz klar ein Hauptbroker bei mir. Dieses Video soll auch so ein bisschen dazu dienen, den Leuten, die mich jetzt noch nicht so lange kennen, ein bisschen besseren Überblick zu geben, welche Broker ich denn jetzt für was genau benutze. Weil es gibt Leute, die jetzt dann zum Beispiel ältere Videos von mir sehen, wo ich andere Broker vielleicht anpreise und jetzt inzwischen preise ich einen anderen Broker an und dann ärgern sie sich. Das will ich so ein bisschen erklären, warum diese Videos auch immer noch da sind, weil ich sie einfach auch tatsächlich immer noch benutze und das, wie ich erklären werde, natürlich auch aus gutem Grund. Jeder Broker hier hat seine bestimmte Aufgabe, seinen bestimmten Zweck und Sinn. Und damit sind wir schon bei Broker Nummer 1 und das ist mein Hauptbroker im Moment und das ist Trade Republic. Hier kaufe ich eigentlich die meisten meiner Aktien. Im Prinzip schaue ich immer erstmal, bevor ich eine Aktie kaufen möchte, ob es sie bei Trade Republic gibt. Und dann bespare ich dort auch noch einen ETF, den einzigen iShares ETF, den ich schon seit Ewigkeiten auch bespare. Warum ist Trade Republic im Moment mein Lieblingsbroker? Ganz einfach deshalb, weil sie eine sehr, sehr einfache Kostenstruktur haben, finde ich. Es kostet, also jede Order kostet 1 Euro. Das heißt, wenn man eine Aktie kauft, 1 Euro. Wenn man die Aktie verkauft, 1 Euro. Die ETF-Sparpläne kosten nichts und auch Dividenden zu empfangen kostet auch nichts. Das sind erstmal die allerwichtigsten Vorteile dieses Brokers. Dann gibt es auch keine Depotgebühren, das heißt keine laufenden Kosten. Es ist ein in Deutschland lizenzierter Broker, das heißt es gilt auch die deutsche Einlagensicherung auf das Cash, was man dorthin überweist. Und was natürlich damit einhergeht, ist, dass sich der Broker auch automatisch um deine Steuerangelegenheiten kümmert und Steuern automatisch an das deutsche Finanzamt abführt. Natürlich bekommst du die Jahressteuerbescheinigung umsonst. Einen Freistellungsauftrag kannst du natürlich auch ganz einfach in der App erteilen, sodass du dann deinen jährlichen Steuerfreibetrag nutzen kannst. Und was ich auch cool fand, dass ich dieses W8-BEN-Formular gar nicht ausfüllen musste, um die Quellensteuern in Amerika von, weiß ich nicht, 30% auf 15% senken zu lassen. Ich habe dann den Support angeschrieben, hier, wie geht denn das und so weiter, zahle ich jetzt in Amerika 30% oder so. Haben sie gesagt, nee, die kümmern sich da automatisch drum. Man muss als deutscher Anleger überhaupt gar kein W8-BEN-Formular ausfüllen. Das finde ich auch ziemlich fortschrittlich eigentlich. Und damit kommen wir schon zu einem Abriss der Nachteile. Und das Allerwichtigste, was man bei Trade Republic beachten muss, ist, dass man nur zu Xetra-Handelszeiten handelt. Xetra ist eine Börse, das ist der elektronische Handelsplatz der Börse Frankfurt. Und die hat offen von 9 Uhr bis 17.30 Uhr mitteleuropäische Zeit. Das ist das, was wir hier in Deutschland haben. Das heißt, auch nur in diesem Zeitraum solltest du bei Trade Republic handeln, weil nur in diesem Zeitraum besteht die Preisbindung zur Xetra-Börse mit den sehr fairen Preisen. Und wenn man jetzt außerhalb dieser Zeiten handelt, und das ist bei Trade Republic möglich, weil man hier nur über die Lang- und Schwarz-Exchange handelt. Das ist der elektronische Handelsplatz der Börse Hamburg. Und ich glaube, bei Trade Republic kann man von 7 bis 23 Uhr oder was, ich weiß es gar nicht ganz genau, auf jeden Fall eine ganze Menge länger, auch außerbörslich handeln. Und das ist dann natürlich teurer. Hier ist der Spread höher, das, was sich der Broker beziehungsweise was sich die Börse abschöpft, um natürlich auch ihre eigenen Rechnungen bezahlen zu können. Die müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. So, und dieser Spread ist natürlich genau in dieser Zeit, zu der Xetra nicht geöffnet hat, in außerbörslich gehandelt wird, zu dieser Zeit ist es teurer. Und deshalb muss man zu diesen Zeiten davon ausgehen, dass die Preise für den Aktienkäufer beziehungsweise natürlich auch für den Verkäufer etwas unvorteilhafter sind. Und ich habe dazu ein Video gesehen von Goldesel Trading und Investing, ein professioneller Trader, der das Tag ein und Tag aus macht. Und er hat einfach mal ganz genau verglichen, wie unterschiedlich da die Preise sind in diesem Zeitraum. Und er ist auf Werte zwischen 2 bis
9 Cent gekommen. Das hört sich erstmal nicht viel an und wenn man einzelne Aktien kauft, dann fällt das auch wirklich nicht ins Gewicht, ja, wenn man 2, 3, 4, 5 Aktien kauft. Aber wenn man jetzt hunderte Aktien kauft, dann kann es doch ganz schön teuer werden und dann kann man wieder vergleichen, ob es sich dann doch eher lohnt, einen teureren Broker zu nehmen, bei dem die Transaktion dann letztendlich doch günstiger kommt. Aber ja, Spread ist so ein Punkt, da muss man eventuell vergleichen. Weitere Nachteile von Trade Republic, es gibt derzeit nur einen ETF-Anbieter. Das heißt, man kann nur ETFs von einem Anbieter kaufen und das ist BlackRock bzw. iShares. Das ist schon eine echt große Palette, die man da an ETFs erwerben kann. Wenn man jetzt aber darauf besteht, und ich habe ja selbst einen Vanguard ETF, den ich dann woanders mir kaufe, wenn man darauf besteht, andere ETFs im Portfolio haben zu müssen, zu wollen, dann muss man das eben woanders machen. Deshalb muss man sich überlegen, wenn die ETF-Strategie grundsätzlich oder wenigstens zu einem großen Teil aus anderen ETF-Anbietern besteht, muss man sich eben überlegen, ob dieser Broker überhaupt Sinn macht. Dann das Aktienangebot ist eventuell auch ausbaufähig. Also es gibt schon sehr viele Aktien und es wird auch immer weiter aufgestockt, dieses Angebot. Aber im Moment werden eben noch nicht alle bedient. Das heißt, es kann sein, dass die ein oder andere Aktie in deinem Portfolio eben nicht dorthin umgezogen werden kann oder nicht dort gekauft werden kann. Bei mir trifft das zum Beispiel auf EPR Properties zu. Dann gibt es keine Aktiensparpläne. Das heißt, wenn man plant, eine große Amazon gestückelt zu kaufen, dann geht das nicht. Und was für manche auch noch ein Nachteil sein könnte, dass dieser Broker nur am Smartphone per App funktioniert. Es gibt derzeit noch keine Möglichkeit, im Webbrowser am Laptop zu handeln. Das ist meines Wissens in Planung, ist aber eher so eine langfristige Planung, denke ich. Für mich ist es jetzt kein wirklicher Nachteil. Ich bin am Smartphone auch zu Hause und die App ist ja auch still, wenn man sie nicht benutzt und wenn man keine Preisalarme eingestellt hat. Ja, das ist für manche dann wieder ein Vorteil. Preisalarm kann man einstellen und wenn man dann bei Starbucks an der Schlange steht, hat der CEO gesagt, dann möchte er gerne daran erinnert werden, dass er jetzt Aktien kaufen muss und Leute, die das auch gut finden, zu jeder Zeit an jedem Ort erinnert zu werden, ist dieser Preisalarm am Smartphone natürlich auch super praktisch. Dann habe ich dir hier einmal eine Playlist zusammengestellt, in der du dir alle Videos anschauen kannst, die ich bisher über Trade Republic gemacht habe und unten in der Beschreibung findest du auch einen Link zu einem Artikel, in dem du das, was ich dir jetzt erzählt habe, nochmal genauer und ausführlicher durchlesen kannst. In der aktuellen Krise, wenn du planst, dir dort ein Depot zu eröffnen, dann sei gewarnt, die Verifizierung könnte etwas länger dauern, einfach wegen dem großen Ansturm. Viele Leute planen jetzt, wenn die Preise an der Börse günstig sind, einzusteigen und deswegen werden jetzt auch besonders viele Depots eröffnet. So, die nächsten zwei Broker mache ich nicht mehr so ausführlich, weil es sind ja nicht mehr meine Hauptbroker und damit kommen wir zu Broker Nummer 2 und das ist Comdirect. Comdirect ist kein Billigbroker, das heißt, wenn man sich entscheidet, dort einzelne Aktien zu kaufen, dann muss man damit rechnen, dass erstmal Ordergebühren von knapp 10 Euro zu blechen sind. Und wenn man sich für Sparpläne entscheidet, dann kosten die 1,5% des Ordervolumens. Das trifft sowohl bei einzelnen Aktien zu, die sparplanfähig sind, als auch bei ETF-Sparplänen. Comdirect war mein allererster Broker, dort habe ich meine ersten Aktien gekauft. Mittlerweile benutze ich ihn nur noch für meine Aktiensparpläne, weil Aktiensparpläne haben meine beiden anderen Broker einfach nicht und deswegen nutze ich diese entspannte Möglichkeit des regelmäßigen Nachkaufens eben bei Comdirect. Wenn ich mich für ein Unternehmen entscheide, dann überlege ich auch erstmal, wie möchte ich das kaufen? Möchte ich das als Sparplan oder möchte ich das als Einmalkauf haben? Und wenn ich mich dazu entscheide, das als Sparplan zu machen, dann landen die Aktien von diesem Unternehmen eben bei Comdirect. Ich glaube, Comdirect hat noch nicht mal das allerbeste Aktiensparplanangebot. Da gibt es bessere. Ich glaube, die Consorsbank hat noch ein etwas größeres Angebot. Aber wie gesagt, ich war schon mal bei Comdirect und bisher wurden dort all meine Aktiensparpläne geliefert, die ich wollte. Von daher gab es für mich jetzt erstmal keinen Grund, Comdirect dafür nicht mehr zu benutzen. All meine bisherigen Videos über Comdirect kannst du dir in dieser Playlist reinziehen. Dann zu Broker Nummer 3 und das ist DEGIRO. Ich habe ja einige Videos darüber gemacht, über meinen Umzug von DEGIRO zu Trade Republic und es gab einige Leute, die dann danach noch Videos gesehen haben, wie ich DEGIRO anpreise und erst später von dem Umzug mitbekommen haben, die dann so ein bisschen ärgerlich waren und gemeint haben, ey, du hast doch gerade noch gesagt, DEGIRO ist so geil und jetzt bist du woanders, was erzählst du mir für einen Stuss? Und dazu muss ich sagen, DEGIRO ist immer noch ein Top
Broker. Wenn man sich dafür entscheidet, kann man meiner Meinung nach auch nichts verkehrt machen, außer dass es ein ausländischer Broker ist und man hat eben ein bisschen mehr Steuerkram zu erledigen. Aber ich habe nirgendwo einen Broker gefunden, wo man günstiger amerikanische Aktien kaufen könnte. Also wenn man amerikanische Aktien kaufen möchte und das so günstig wie möglich, dann auf jeden Fall bei DEGIRO, weil dort bezahlt man halt irgendwie 50 Cent für einen Kauf an der Ami-Börse und zahlt dann da 0,008% des Ordervolumens nochmal oben drauf. Also am Ende bin ich dann immer bei so 51, 52, 53, maximal 54 Cent für so einen Kauf rausgekommen. Für mich war es dann eben auch eine langfristige Entscheidung, zu Trade Republic zu wechseln, weil dort so ein Kauf eben auch nur 1 Euro kostet. Das sind 50 Cent mehr, die tun mir jetzt für die amerikanischen Aktien nicht weh. Aber ich habe eben die Möglichkeit, für 1 Euro nicht nur amerikanische, sondern Aktien aus der ganzen Welt zu kaufen. Und bei DEGIRO ist es eben so, dass jede Börse unterschiedlich kostet. Also die Xetra ist zum Beispiel auch noch mit 2 Euro, glaube ich, dabei. Aber alles andere ist dann doch auch, muss man eben vergleichen. Wofür benutze ich jetzt noch DEGIRO? Ganz einfach für den Kauf von Aktien, die es bei Trade Republic nicht gibt. Genauso wie auch ETFs, die es bei Trade Republic nicht gibt. Der Vorteil, wenn ich ETFs bei DEGIRO kaufe, im Vergleich, wenn ich sie bei Comdirect kaufe, ist, dass DEGIRO eine extrem lange Liste hat von sozusagen Aktions-ETFs, die man grundsätzlich einmal im Monat kostenlos kaufen kann. Und das heißt natürlich, dass ich meinen Vanguard ETF bei DEGIRO regelmäßig kaufe. Beachten muss man bei DEGIRO eben, wie schon angedeutet, das ist ein ausländischer Broker. Das heißt, hier werden die Steuern nicht automatisch abgeführt. Das heißt, wenn man hier investiert, muss man auf jeden Fall eine Steuererklärung machen und die Einkünfte selbst angeben. Auch einen Freistellungsauftrag kann man dort nicht einreichen, ist auch gar nicht nötig. Die führen ja eh nichts ab. Ich werde auch häufiger gefragt, wie ich das dann mache mit den Steuern, und im Moment ist es so, dass ich das einfach machen lasse von einem Steuerberater, das heißt, ich habe nicht so die aktuellste Ahnung. Es gab aber ein Jahr, da habe ich es selber gemacht, und da war es so, dass ich war ja schon bei Comdirect und bei DEGIRO gleichzeitig, und Comdirect hatte eine relativ coole Steuerbescheinigung, oder hat immer noch, kann sein, in der die verschiedenen Feldernummern schon angegeben waren, in die die Zahlen dann eingetragen werden mussten in der Steuererklärung. Einfach mal gucken. Und da habe ich dann eben die verschiedenen Feldbezeichnungen verglichen und zusammengezählt und dann eben eingetragen. Nur mal so als Tipp. All meine Videos über DEGIRO findest du in dieser Playlist hier. So, ich denke, damit ist die Struktur so ein bisschen klarer geworden, welche Broker ich benutze und für was. Vielleicht nochmal zusammengezählt, Hauptbroker ist Trade Republic. Dort kaufe ich eigentlich alles, was möglich ist, weil es eben so eine super easy Preisstruktur hat. Comdirect, dort habe ich meine Aktiensparpläne, weil es die sonst eben bei keinem anderen Broker gibt, bei dem ich bin. Und bei DEGIRO kaufe ich dann eben die Ami-Aktien, die ich bei Trade Republic nicht bekomme, weil sie dort einfach nicht im Sortiment sind sozusagen, und auch die ETFs, die bei Trade Republic nicht im Sortiment sind. Fragen und Bemerkungen gerne unten in die Kommentare, und dann reicht's für heute. Vielen Dank dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.